Ja, Pop-Art und was mich besonders fasziniert, wie gesagt, das Campino kommt zurück nach Mettmann. Meistens hat so mehr den ganzen Düsseldorfer, er ist aber hier in dieser Stadt aufgewachsen. Gar nicht so weit von hier, wie gesagt, in der Stadt der Metzgau. Hennigo bringt das Campino hier zurück, aber nicht nur Campino, sondern vieles andere. Den Hafen hat sie gesehen in Düsseldorf und eine ganze Menge von ganz spezifischer Pop-Art. Das ist eine Sache, die uns immer wieder freut und ich will abschließend noch ein bisschen was sagen. Warum machen wir das in diesem Jahr in diesem Gebäude, das architektonisch sicherlich für eine Polizeibehörde etwas außergewöhnlich ist. Es gibt nicht so sehr viele dieser Gebäude. Von Anfang an war unsere Idee, das soll ein offenes Gebäude sein. Die Polizei braucht sich hier nicht in der Mauer und Festungen zu verbergen, sondern wir wollen Offenheit für die Bürgerinnen und Bürger haben. Und einer der Bestandteile, das ist mit absoluter Sicherheit die Kunstausstellung, die wir mit großer Freude seit diesem Jahr hier nicht in regelmäßigen Terms, aber doch genau in einem Zeitraum fast über das ganze Jahr hinweg veranstalten und die dadurch sich auszeichnet, dass ja manchmal sonntags wie heute nicht ganz so viele Leute aus den Betten kommen, aber das ist natürlich ein Haus mit Publikumsverkehr, mit vielen Menschen, die hier hinkommen. Nicht alle kommen freiwillig, aber die nicht freiwillig kommen, kommen auch nicht hier rein. Diejenigen, die ihre Kunstwerke sehen werden, werden dann auch freiwillig hier sein und werden dann auch Zeit haben. Und wir merken auch immer wieder bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, dass das großen Anklang findet. Insofern freue ich mich, dass Sie uns Ihre Werke hier heute in dieser Ausstellung zur Verfügung stellen. Ich wünsche dir guten Zuspruch und vor allem für heute Morgen gute Gespräche mit Ihnen. Denn es ist immer schön, dass der Künstler anwesend ist. Das bringt uns in die Lage zu sagen, wir können mit ihm reden, wir können Kritik äußern, Anerkennung äußern. Haben mit dem Kunstwerk, das ist das, was wir sehr schätzen. So, weiter geht's mit einem kleinen Kunstwerk von Michaela Roll, aber dann zum Abschluss kommt Ralf Buchholz von Neander Art Group, der dankt mir herzlich, denn sie hat den Kontakt hergestellt und wir freuen uns, dass er uns noch ein bisschen was zum Gewerb der Künstler sagen wird. Schön, dass Sie gekommen sind. Herzlichen Dank. Mit Kunst und Fotografie.
Motiven in die Pop-Art im Prinzip einbindet und einarbeitet. Henning Hoh ist geboren 1968 in Hildesheim. Verständlich, dass es ihn irgendwann nach Düsseldorf verschlagen hat, denn ich denke mal, da ist ein guter Ort für Pop-Art und er hat sich in den letzten Jahren auch wirklich einen absoluten Namen gemacht. Er ist sehr bekannt und ich würde fast sagen, er ist mit einer der bekanntesten Pop-Art-Künstler mittlerweile in Deutschland. Er ist sehr, sehr viel vertreten und seine Arbeiten kommen überall sehr gut an. Vorbild bei Henning ist Andy Warhol, verständlicherweise. Kann ich gut teilen, denn auch selbst ich bin ein Freund von Andy Warhol und ich denke mal, dass er die Arbeit von Andy Warhol ganz gut weiter verbunden hat und dass er sie im klassischen Sinne auch gut fortführt. Was mir bei Henning besonders gut gefällt, ist die Spielerei mit Motiven. Also er setzt sich nicht mit irgendeiner bestimmten Sache fest, sondern er fängt zum Beispiel mit den klassischen Popgrößen an, wie zum Beispiel Campino oder Nina Hagen. Aber er entwickelt sich weiter. Er probiert mit unterschiedlichen Modellen. Er hat jetzt die letzte Zeit sich sehr viel mit Graffiti und Street Art beschäftigt und hat diese Bilder dann entsprechend als Pop-Art-Collage entwickelt. Und ganz neu sind halt seine Collagen, die er aus Plakaten, Postern, Zeitungsausschnitten in mühsamer Kleinarbeit nicht einfach reißt und auf eine Leinwand klebt, sondern es ist wirklich, wenn man ihm dabei zuguckt, es ist wirklich ja eigentlich eine Prozedur, die wirklich über mehrere Stunden geht. Und ich war also in der Lage, samstags mal im Atelier über seine Schulter zu schauen, wenn sie also anfangen, ein solches Kunstwerk im Prinzip fertigzustellen. Wir sind sehr froh, dass wir Henning in unserer Gruppe haben. Seit 2 Jahren ist er in der Neanderart-Gruppe mit dabei, auch wenn er sein Atelier eigentlich in Düsseldorf hat. Aber wie gesagt, er bringt uns Campino nach Mettmann zurück. Das war eigentlich schon Grund genug, um ihn mit in die Gruppe aufzunehmen. Und es freut mich, dass wir eine so vielseitige Art von Künstlerinnen und Künstlern in unserer Gruppe haben, dass es eigentlich nie langweilig wird. Und wir sind jetzt mittlerweile 20 Künstler, die alle ganz unterschiedliche Arbeiten leisten. Da ist keiner wie der andere oder auch ähnlich wie der andere, sondern alles Individualisten. Wir haben eine super Stimmung und ein super Zusammengehörigkeitsgefühl in der Gruppe. Und das ist auch der Erfolg unserer Arbeit, warum uns viele Dinge, die wir jetzt hier im Kreis Mettmann, es sind ca. 20 bis 25 Ausstellungen, wie Frau Noll eben schon sagte, im Kreis Mettmann machen. Wir haben mittlerweile mit der Neanderart Kontakte bis nach Südamerika, bis nach Lateinamerika, wir haben Kontakte nach Japan und nach China. Also wir sind auch ein kleines bisschen Botschafter für das Neanderland. Und deswegen ist es für uns auch sehr, sehr wichtig, dass wir irgendwo als Künstler auch eine feste Heimat haben. Und ich hoffe, dass uns das vielleicht mit Hilfe unserer lokalen Politiker, vielleicht auch mit Hilfe der ortsansässigen Industrie gelingt, irgendwo eine Location zu finden, wo wir längerfristig dann auch Künstler ausstellen lassen können. Natürlich auch Gastkünstler, das ist gar kein Problem, das können wir auch machen. Und damit ich Sie nicht länger langweile, möchte ich einfach mit einem Zitat von Andy Warhol auf die Ausstellung loslassen. Er hat mal gesagt, man behauptet immer, die Zeit verändere die Welt. Aber in Wahrheit musst du sie selber ändern. In diesem Sinne, viel Spaß.